Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben YouTube-Freunde. Ich wollte mich auf jeden Fall nochmal entschuldigen für die letzten drei Episoden. Ich weiß absolut nicht, was da schiefgelaufen ist mit dem Format und mit YouTube. Ich hoffe, es wird diesmal wieder besser oder ich sorge dafür, dass es auch wieder mit Vollbild und in Full HD hochgeladen wird und auch abspielbar sein wird. Nein, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter hier mit einem tollen Käfig, den wir letztes Mal nicht so ganz geschissen haben. Aber ich glaube, wenn ich den so schwing, wollten wir das nochmal angucken. Hey. So. So komme ich ja nicht rauf, aber ich glaube, wenn ich eine Etage höher gehe und den von einer Etage weiter oben schwingen kann, müsste es klappen. Hab erst den Käfig hochgezogen, dann habe ich das Türchen zugemacht, Käfig wieder runtergelassen. Jetzt gucken wir mal, ob man das Ding von hier oben aus auch schwingen kann. Gucken, ob wir noch irgendwas vergessen haben hier. Ne, rum liegt... Ach, da drüben liegt noch was. Das nehmen wir natürlich noch mit. Boah, jetzt haben sie die Leiche fast runtergekickt, ja. So. Na komm. Wo drauf komme ich schon mal? Es geht. Es geht, es geht. Die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du, Himiko. Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Und jetzt will sie Sam. Ja, wir müssen immer noch Sam retten. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Ja, so weit war man es natürlich nicht kommen lassen. So, gucken wir uns die ganze Sachlage mal an. Ah. Von hier aber nicht gekommen, richtig? Gucken, ob wir das Türchen aufkriegen. Jo. Das bringt uns aber nichts. Ach, das ist doch das Teil von der anderen Seite. Jetzt sind wir doch nicht von hier gekommen. Oder? Nee, von hier sind wir nicht gekommen. Boah, warum rennen die auf einmal so langsam? Da haben wir noch ein Lager. Das müsste es. Kein Zurück mehr. Nach diesem Lager ist die Schnellreise für Lara nicht mehr möglich. Okay. Das ist natürlich sehr schade.
Porzellanvase. Wahrscheinlich frühe Edo-Periode. 100% der Vasen. Juhu. Schon wieder X-Fire anklingen. Hat keine Ruhe. Wow. So ein Sturm. So leicht bekleidet im Schneesturm ist auch nicht gesund. So, was haben wir denn hier wieder? So ein lustiges, tolles Pendel. Kann man das da anbrennen? Können wir nicht. Okay. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das kriege ich das scheiß Ding da rangeschwungen. Aber von hier aus geht's nicht. So. So geht. Bricht auch schon wieder alles zusammen mit dem Sturm. Shit. Oh shit. Wo bin ich denn jetzt wieder hingesprungen? Oh Mann. Soll ich denn da hinspringen? Ich glaube, ich soll mal sein lassen.
Immerhin wieder 100.000 mal krepieren. Hä? Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Weil ich ja gerade da drüben, aber da komme ich ja niemals ran. Oder? Doch. Boah, ich dachte, das wäre viel zu weit. Vorsicht! Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Danke, Reyes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Die Mistkerle kommen in meine Richtung. Ja, fein. Warum bricht das ab? Was ist denn das für ein Mist? Ach, da ist ein Fels, wo muss ich festhalten? Oh Gott, ey. Ich sehe aber heute auch wieder gar nichts. Mein Arm, bin ich heute wieder blind. Doppelsprung. Aber auch langsam mal eine andere Waffe zu legen, wenn die ganzen Typen hier dran kommen. Ich denke, ich war schon beim letzten. Ja, mit den Punkten können wir jetzt nicht viel anfangen. Fähigkeiten haben wir auch keine neuen. Das geht weiter, bergauf. Wasser.
Jack. Fail ins Gesicht, ja. So, nicht, ja. Wow. Zieht mich der Sturm weg? Das hat nicht mal Glück gehabt. Der. Oh, war das geschnitten? Ich denke, es ist uncut. Ach du Scheiße. Deine Schwachstelle entdecken wollte. Gibt's erstmal noch eine? Ja, bam! Bam. Bam. Bam.
Kopf, ey. Ui, 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 ui. Schädelspalter. Los, komm, 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 hier, wir knallen ab jetzt. Jawohl, zwei Pistols, wie wir es von Lara kennen. Müssen wir nur zielen können. So kennen wir das, schön mit zwei Pistols. Dauerfeuer, Abenteuer. Nur noch Zeit. Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Ihr wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht viel weg von hier. Ich war so blind, so naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Brauchen Sie was?
keine Ahnung, was sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich ihre Wunden und ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Oh, wie schade. Ich glaube, es ist schon vorbei. A Survivor is born. Ja, es ist vorbei. Finde ich natürlich sehr schade. Ein grandioses Game von Crystal Dynamics. Und ich hoffe echt, sie machen noch eine Fortsetzung davon oder machen irgendwie in dieser Art weiter, weil es echt ein geiles Game ist. Kann es jedem nur empfehlen. Schade, dass es schon vorbei ist. Vor allem jetzt gerade, wo wir eigentlich unsere zwei Pistols bekommen haben. Wir müssen ja von Lara schon aus früheren Zeiten kennen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Was ich als nächstes Let's Playen werde, welchen Singleplayer oder was auch immer, weiß ich noch nicht genau. Das entscheidet sich erst noch. Aber ich werde es auf jeden Fall frühzeitig bekannt geben oder werde es dann einfach sehen. Ja, ich lasse das Outro jetzt noch ein bisschen laufen. Sag bis dahin, bis zum nächsten Mal. Nicht bis dahin, weil wir sind ja durch. Also, bis zum nächsten Let's Play. Euer Dice. Tschüss.